Ich war ja am Boden zerstört. Mir wurde ja auch der Boden unter den Füßen weggezogen, denn für mich war ja die Welt in Ordnung. Noch bis Ende Januar war für mich alles in Ordnung. Ich war glücklich, es war alles tippitoppi. Und auf einmal, bam, ist es weg. Und dann bin ich natürlich erstmal zusammengebrochen. Ich war am Boden. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich aufstehen sollte. Ich habe immer wieder versucht. Ich habe auch zwischenzeitlich den Lebensmut verloren. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war nur noch am Heulen und habe gedacht, das kann nicht sein. Wieso passiert mir sowas? Wieso macht mein Mann sowas? Wie kann er mir sowas antun? Denn für mich war ja alles in Ordnung. Es gab ja Gerüchte, also alles natürlich jetzt erst im Nachhinein, es wird ja viel erzählt, haben sich plötzlich Menschen gemeldet, die gesagt haben, aus dem Umfeld von Peter, von deinem Mann, dass eure Ehe ja längst schon kaputt gewesen sei, also bevor er nach Australien gereist sei. Also dass es quasi letztes Jahr, also 2022, als er in Südafrika war, ja auch mit deinem Schwiegersohn, und dass da eigentlich schon eure Ehe gekriselt habe und für ihn sei es eigentlich schon vorbei gewesen, nachdem er nach Australien gereist ist. Ich weiß nicht, wie Es siehst du das? wundert mich jetzt, dass du sowas sagst, denn zu mir sagt immer jeder, von euch hätte ich das niemals gedacht. Ihr wart das Traumpaar schlechthin. Niemals hätte ich sowas vermutet. Deswegen wundert mich jetzt gerade diese Aussage. Es gab Leute, die das schon behauptet haben. Nee, das hat nur Peter behauptet, aber auch erst im Nachhinein Ja, behauptet er er hat das ja sowas. sogar in dem Interview gesagt, ne? Er hat ja sogar in dem Interview gesagt, dass es schon vorher gekriselt hat. Aber was denkt man denn sowas? Du sagst gerade, für mich war alles in Ordnung. Was geht da in einem vor, wenn man von seinem eigenen Ehemann auf einmal hört, ja, für mich war das schon, wir haben uns distanziert und das lief schon vorher alles nicht gut. Was geht da als Frau in einem vor? Also ich habe ihn ja direkt darauf angesprochen, sage ich, wieso sagst du so ein Bullshit? Wieso sagst du, unsere Ehe war schon lang kaputt? Vor alle Dinge, warum weiß ich davon nichts? Warum hast du mit mir darüber nicht geredet, dass du die Ehe beenden willst oder dass du unglücklich bist? Er hat ja nie was gesagt. Und dann kommt er auf einmal um die Ecke in einem Podcast und sagt, ach, das war eh schon lange vorbei. Habe ich ihn darauf angesprochen. Es gab ja unzählige Gespräche auch zwischen uns. Und er hat gesagt, er möchte nicht, dass Yvonne ein schlechtes Gewissen bekommt. Das war die Aussage von ihm. Aber Iris. Darum muss er schon sagen, die Ehe war schon lange kaputt. Sie ist in nichts reingedrückt worden oder sie hat nichts zerstört, sondern es war ja eh schon kaputt. So sagt das ihr. Aber für mich ist sie in unsere Ehe eingedrungen. Für mich hat sie unsere Ehe Aber das, zerstört. sorry, ganz Nein, kurz. aber Nein, aber wenn Iris sagt, Yvonne hat die Ehe zerstört. Also Iris war glücklich, Yvonne hat sich in diese Ehe reingedrängt. Und was man ja bis heute nicht wirklich weiß, also die machen ja bis heute, und das ist ja das, was mich am meisten nervt, mich auch. dieses Rumgeeier, wieso sagen die nicht einfach, dass sie ein Paar sind? Also ich meine, wir haben ja jetzt mehrfach auch Kann ich dir berichtet. sagen, das kann ich dir ganz klar sagen. Die wollen beide ins Dschungelcamp nächstes Jahr und das darfst du natürlich nicht als Paar. Deswegen ziehen die das jetzt noch durch. Aber die machen doch jetzt bei einer Fernsehdoku auch mit bei RTL auch als Paar, oder nicht? Ja, das war ja eine Fernsehdoku, die ich angeboten bekommen habe, ich und Peter. Jetzt haben sie halt die Zweitbesetzung genommen, die Ersatzfrau. Die übernimmt jetzt diesen Part. Und ich weiß, da müssen sie auf der Baustelle schlafen. Das Format sollte 6 oder 7 Wochen gehen, wird ein Haus umgebaut und da schläfst du auf der Baustelle. Ob die das dann durchziehen können mit nur Freunde, ich weiß es nicht. Na, vor allem, was ich interessant finde, Entschuldigung, Janina, aber was Iris sagte, dass die beiden ihr Plan ist, ins Dschungelcamp zu gehen, natürlich wahrscheinlich auch, weil sie dafür viel Geld bekommen, aber die wollen das jetzt, glaubst du wirklich, die Nee, nee, wollen? nee, nee, ich glaube, denen geht es nicht mal ums Geld. Ich glaube, denen geht es wirklich um das Berühmtwerden und aus dem Schatten der Familie. Und Yvonne versucht ja auch schon seit 20 Jahren irgendwie Fuß zu fassen in der Fernsehwelt. Ich glaube, das macht die sogar gratis. Aber ich Hallo möchte Nina, noch bring mal einmal. Frühstück Kaffee. Aber wir sagen einmal hier, hallo Daniela. Ja, kommt der persönliche Coffee-Assistent. Also Daniela Danke. Katzenberger zur Unterstützung da, freut uns sehr. Ich möchte aber noch einmal auf diesen Aspekt eingehen, den wir gerade besprochen haben, dass Peter sagt, er macht das zum Schutz von Yvonne, damit sie kein schlechtes Gewissen hat. Das bedeutet aber, wenn man sich es mal ganz genau überlegt, Peter lügt in der Öffentlichkeit, um Yvonne zu schützen, lässt dich, liebe Iris, aber als Lügnerin darstellen, die ja nämlich sagt, die ist in eine glückliche Ehe eingedrungen. Also ich meine, er schützt seine, sagen wir jetzt mal, vermeintlich neue Freundin
und lässt dich aber dumm dastehen. Also es geht in meinen Genau, Augen überhaupt weil nicht. er ja sagt, weil er ja wortwörtlich gesagt hat, mit mir kommt er auf keinen grünen Zweig mehr und er will ja jetzt als Künstler durchstarten. Das kann er in der Ehe nicht. Und ich sage, du opferst mich, damit du berühmt werden kannst. Und dann sagt er, ja, opfern ist das falsche Wort, aber ja. Boah. Und die Familie im Background, da wäre er immer nur das fünfte Rad am Wagen. So hat er es gesagt. Na, das ist schon, ich weiß nicht, und mit meinst du Yvonne das? Hat er da mehr Möglichkeiten. Weil sie jünger ist oder warum? Weil sie mehr. Ja, das kam noch hinzu. Sie wäre jünger und sportlicher, da könnte er viel mehr Formate mit ihr gewinnen. Und darum geht's. Aber das ist schon sehr, hat sehr auf herzlos, einmal muss ich so den ja. Höhenflug bekommen. Der interessiert sich auch nicht mehr für die Familie oder für die Kinder, für die Enkelkinder. Der fragt nicht einmal, wie geht's Damian, wie geht's Sophia. Der fragt nach niemanden mehr. Er hat nur noch seine Karriere und seine Yvonne im Kopf. Alles andere interessiert ihn gar nicht mehr. Das ist krass, weil Tanja und ich haben uns auch gefragt, weil wir haben natürlich gesagt, im Vorfeld auch gesprochen, wir haben gesagt, er war ja ein Familienmitglied, so wie ein, ja, ja jeder war, andere war er. Auch. Na, Papa, und, Opa, ne? Also er war ja, ja wirklich, also die Kinder haben ihn ja auch die kleine Sophia hat ihn ja geliebt, ist ja der Opa gewesen für also, sie. Also er hat ja 4 Kinder mit in die Ehe gebracht, 2 Jungs davon haben bei uns gelebt, ich hatte 3 Kinder, wir hatten zu Hause 5 Kinder und mittlerweile 8 Enkelkinder zusammen. Er 4 und ich 4. Und wir waren immer eine große Familie und wir waren immer alle glücklich. Und auf einmal kommt so dieses Bam und jetzt will er alleine durchstarten als Solo-Künstler. Und ja, jetzt ist er nicht mehr der Mann von, jetzt ist er der Ex-Mann von. Ja, was soll das? Jetzt ist er nicht mehr der Stiefpapa von, jetzt ist er der Ex-Stiefpapa von. Das heißt, da gibt es gar keinen Kontakt mehr. Nee, gibt's nicht. Nee, wir haben uns auch gegenseitig blockiert. Aber das heißt, die hatten dann in Australien, als sie war ja mit Yvonne, sie sollte ja auf die Tochter von Jamila aufpassen, sie war ja als Babysitter dabei, sage ich mal. Das heißt, die hatten Sex in Australien, Peter und Yvonne. Also er sagt, er möchte es mir nicht sagen, weil er möchte meine Gefühle nicht verletzen, aber für mich ist das schon Antwort genug. Und sie war ja auch, nee, Moment, er war bei ihr im Zimmer, aber die haben ja nur geredet. Also das kann ich jetzt glauben oder nicht. Natürlich gibt es kein Sexvideo davon. Naja, wenn ich schreibe, ich will deinen Körper wieder spüren, das war ja für mich immer dann, genau. Ich will deinen Körper wieder spüren, muss ich ihn ja schon mal gespürt haben, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Ganz genau. Ja. Aber du hast und ich denke, die Bilder dann am Flughafen und am Bahnhof, da hat mir ja auch nochmal der Mann per Facebook geschrieben, der diese Videos gemacht hat und diese Fotos gemacht hat. Der hat auch gesagt, es war eindeutig ein Kuss im Fahrstuhl. Also, aber am Ende und muss man. Irgendwann hat es Peter auch zugegeben, hat er gesagt, ja, aber sie hat ja mich geküsst, aber nur auf die Wange, weil ich geheult habe. Und dann irgendwann hat er gesagt, nee, es war doch keiner. Also, und der Mann hat es aber auch nochmal bestätigt. Am Ende muss man ja aber auch sagen, ob die beiden jetzt in der Kiste waren oder nicht zur damaligen Zeit. Ist mir ist mittlerweile ehrlicherweise wurscht. Auch egal, weil emotionaler Betrug, Sachen schreiben wie ich liebe dich, finde, ist in meinen Augen noch viel, viel schlimmer als ein Seitensprung und als ein Ausrutscher im Bett. Ja. Aber du hast es gerade angesprochen, 20 Jahre. Du hast gesagt, du kennst den Mann in- und auswendig. Das ist einfach eine verdammt lange Zeit. Wir waren schon zusammen auf der Schule, wir waren auf der Realschule schon zusammen. Was hat dich und dann später waren wir Nachbarn, er hat über mir gewohnt. Also wir kennen uns ja schon tatsächlich ein ganzes Leben lang. Das ist natürlich auch ein tierischer Vertrauensmissbrauch. Ja. Was hat dich an der ganzen Situation jetzt im Nachhinein betrachtet so am allermeisten verletzt, wo du sagst, das ist das, was ich ihm nicht verzeihen kann? Die Lügen, die er gemacht, die verbreitet hat, ne? Dass er dann am Anfang gesagt hat, Trennung auf Zeit und nee, da war nichts. So, nee, ich lieb dich noch und er krück und es war nichts und streitet das alles ab. Und dann im Nachhinein sagt er, nee, es war vielleicht doch mehr, und aber wir können es nicht öffentlich machen. Das sind wohl noch private Dinge bei ihr. Heftig, wirklich, wirklich heftig. Dir ging es ja auch gesundheitlich zwischendurch extrem schlecht. Extrem, ja. Und ich habe auch meine Kinder, ich habe die so gebraucht zu diesem Zeitpunkt. Die haben mich regelrecht gefüttert und wieder aufgebaut, wie so ein kleines Küken, was aus dem Nest gefallen ist. So lag ich da, das müsst ihr euch mal vorstellen. Es ist ja zum allerersten Mal in meinem Leben, also ich meine, Schwarz war schon 3-mal verheiratet, da habe ich die Ehe beendet und jetzt zum allerersten Mal habe ich so einen Arschtritt bekommen und der war auch noch so hinterhältig. Ich habe das Ganze aus den Medien erfahren und ich habe gedacht, okay, wenn ich das schon angucken muss, dann soll aber auch jeder die Gegenseite mal sehen.
sehen, was ich damit mitmachen muss, wenn ihr sowas seht, wenn ihr solche Bilder seht. Das allererste Interview von dieser Frau Wölke war ja, wie toll der Peter ist, was ein toller Handwerker er ist. Und ich dachte, wer ist es? Warum schwärmt die von meinem Mann so? Und habe ihn direkt angerufen und er streitet noch ab und er kennt die ja gar nicht und nee, er weiß gar nicht, wer die ist. Und dann immer wieder, wenn wir FaceTime gemacht haben, Schatz, was machst du? Ach, ich bin am Strand, bin alleine spazieren und denk an dich. Und ihr seht ja auch in seinen Highlights, er hat mich ja immer wieder verlinkt. Und dann sehe ich in ihren Stories, mein Mann ist dabei. Was machst du, Schatz? Ich bin ganz alleine trainieren. Ich gucke ihre Stories und sehe meinen Mann. So ist es natürlich ans Tageslicht gekommen. Und dann noch unzählige Fotos von anderen Mitbegleitern. Ne? Hat der gerade eine Midlife-Crisis oder was ist mit Peter los? Was glaubst du? Ja. Definitiv hat er eine Midlife-Crisis. Und das seit Südafrika. Da kam er dann zurück und dann hast du schon gemerkt, der hat sich verändert. Der hat natürlich auch in Facebook und Instagram mit anderen Frauen geschrieben, auch heimlich, dann immer wieder auf der Toilette. Und ich habe es ihm gesagt, sag mal, brauchst du Selbstbestätigung von anderen? Ich dachte erst, es ist so ein Witz. Und wenn er Stories gemacht hat auf Instagram, hat er die gelöscht, wenn ich im Hintergrund zu sehen war. So wie jetzt eben Daniela zu sehen war, das hätte der sofort wieder gelöscht. Der wollte nicht mehr, dass ich zu sehen bin. Aber hat er auch so diese Gesangsvideos gemacht. Und dann sagt er immer, ja, Daniela und Jennifer sollen mich mal verlinken, dass ich mehr Follower kriege. Sag ich, warum bist du denn auf einmal so scharf auf Follower? Was ist denn da los? Ja, er will ja auch jetzt mal durchstarten und wir würden ihnen alle nicht helfen. Wir wären ja alle so egoistisch. Sag ich, ja, hast du sie noch alle? Was ist mit dir auf einmal nicht in Ordnung? Mit dir stimmt doch was nicht, ne? Und dann hat er trainiert wie ein Verrückter, wollte gar nicht mehr arbeiten gehen. Und der hat sich dann in dieser Zeit tatsächlich verändert. Mhm. Aber nichts, wo ich sagen könnte, die Ehe war dadurch kaputt. Du, deine Kinder, Lukas, die müssen doch auch extrem enttäuscht sein, oder nicht? Der Lukas ist extrem enttäuscht, weil der hat es ihm ja noch in Australien gesagt, Mensch, Peter, jetzt bleib doch mal von dieser, ich will es gar nicht aussprechen, Frau weg. Und dann hat der Peter gesagt, nein, das ist mir jetzt scheißegal. Und da war Lukas schon extrem enttäuscht.